Was bei der Legalisierung jetzt so ein bisschen hinten übergefallen ist, weil wir uns vorher schon halbwegs drum gekümmert haben, ist die Situation von Cannabis-Patientinnen und Patienten. Auch da gibt es viele Dinge, die, denke ich, nachreguliert werden müssen. Da redet leider gerade keiner drüber, mit wenigen Ausnahmen. Zum Beispiel der CAPA, der Cannabis-Patientenverein hier in, Patientenverein hier in Berlin. Und die Mirta Rostas ist hier und wird euch mal über die Situation von Cannabis-Patientinnen und Patienten berichten. Herzlich willkommen, Mirta. Danke. Vielen Dank an die Vorredner und an die informative Beiträge. Vielen Dank auch an alle Aktivisten, die seit Jahren hervorragende Arbeit leisten. CAPA Cannabis Patientenverein beschäftigt sich nicht mit der Legalisierung. Das ist einfach nicht unser Thema. Wir sind weder dafür noch dagegen. Wir bieten Beratung und Schulung zum Thema medizinisches Cannabis. Aber was wir gemeinsam haben, unser Verein, mit euch allen, mit Aktivisten, mit engagierten Leuten, die über Cannabis reden, wir beide machen Aufklärung. Wie machen wir das? CAPA Cannabis Patientenverein hat seit der Gründung ganz viele Webinare organisiert. Zum Thema zum Beispiel Cannabis bei neurologischen Erkrankungen, Cannabis bei belastenden Situationen oder auch, wie stelle ich einen Antrag auf Kostenübernahme oder wie bediene ich einen Vaporisateur und. Eine andere Säule unserer Arbeit ist die Beratung, telefonische Beratung. Mich rufen in der Woche ungefähr 3 bis 5 Leute an. Das sind Angehörige von kranken Menschen oder Patienten oder diejenigen, die Patient werden wollen. Seit 2 Jahren stellen mir die Leute die gleichen Fragen. Das sind 3 Fragen. Die erste: Wo finde ich einen Arzt? Die zweite: Wie stelle ich einen Antrag? Und die dritte: Was passiert mit meinem Führerschein? Mich erreichen haarsträubende Geschichten. Patienten, die seit Jahren um ihre Therapie kämpfen. Ein Patient informiert mich, dass er vor Sozialgericht gegangen ist. Das Gericht hat ihm die Therapie erlaubt, also hat die Krankenkasse verpflichtet, dass sie ihm das bezahlen oder die Kosten übernehmen muss. Und die Krankenkasse stellt sich dagegen, gibt Widerspruch ein und das Ganze zieht sich seit 5 Jahren. Mir erzählen Patienten von einer Razzia in der Wohnung, weil die Wohnung nach Cannabis gerochen hat. Die Nachbarn haben sich beschwert. Ein anderer erzählt mir, dass ihn die Polizei verfolgt. Das ist, was ich gehört habe. Das sind haarsträubende Geschichten im Jahr 2022. Ich kann aber auch Gutes berichten. Unser Verein hat etlichen Patienten geholfen, einen Arzt zu finden. In Berlin geht das ja noch und anderswo ist das schon ein bisschen schwierig. Dann muss ich in Social Media nachfragen und überall nach einem Arzt suchen. Das sind schöne Geschichten. Und eine ganz besondere Geschichte erzähle ich euch aus meiner Praxis. Jetzt gerade ist es seit diesem Frühjahr, wurde ich informiert, ein Patient um die 40 Jahre ruft mich an und sagt, er hat seit 2013 Schmerzen im Rücken. Seit 2018 hat er Schmerzen in den Knien und vor ein paar Jahren hat er auch Schmerzen in der Schulter.
Er hätte alle Medikamente schon probiert und das hilft auch nicht mehr. Da er aber zwischen Bremen und Hamburg wohnt, in einem kleinen Ort, weiß er überhaupt nicht, wo er anfangen soll und hofft, dass unser Verein ihm helfen kann. Dann haben wir zusammen den Antrag auf die Kostenübernahme gestellt. Also ich habe ihm geholfen, das zu schreiben. Das ging ja auch noch relativ einfach. Die Herausforderung war, einen Arzt für ihn zu finden. Also vor 4 Monaten ist die Odyssee angefangen und die heißt einen Arzt finden. Also ich habe zuerst einen Arzt in Hamburg gesucht, weil ich dachte, das ist in seiner Nähe und in Hamburg findet man einen Arzt. Und habe bei Facebook nachgefragt, habe angerufen und keinen Arzt gefunden. Ein zweiter Versuch hat dazu gebracht, dass ich ein paar Adressen bekommen habe, wo ich auch anrufen konnte. Die Antwort von den Praxen war, das machen wir nicht. Das machen wir nicht mehr. Ja, das machen wir, aber nächstes Jahr melden Sie sich nochmal. Dann habe ich versucht, in Bremen einen Arzt zu finden. Da kam erstmal überhaupt keine Antwort. Niemand hat sich gemeldet. Auch die Facebook-Community wusste nicht. Dann habe ich nach einem Arzt in Hannover gesucht. Ich habe auch ein paar Adressen bekommen und die Antworten waren identisch. Dann habe ich nochmal mit Bremen versucht und dann kamen ein paar Adressen, wo sich der Patient halt vorstellen hätte können. Heute habe ich die Nachricht von den Patienten bekommen, dass er einen Arzt gefunden hat, der ihn behandeln möchte und mit ihm diesen Antrag für die Kostenübernahme stellen möchte. Also das ist wirklich eine gute Nachricht. Es passiert auch, dass sie selten, es war ein Kraftakt, ich erzähle das, weil ich es einfach nicht verstehe, kein Mensch versteht es, dass in 4 Monaten kein Arzt zu finden ist, der einen chronisch schmerzenden Patienten behandeln möchte. Aber wir sind auf einem guten Weg. Und wie ist das möglich gewesen, dass man einen Arzt für ihn findet? Nur durch Zusammenarbeit, nur durch Netzwerken, nur dadurch, dass wir im Kontakt bleiben. Weil jede Einzelne kann nicht viel bewirken. Was man erreicht, erreicht man nur, wenn man zusammen in zusammenarbeitet, im Kontakt tritt und im Kontakt bleibt. Also unser Motto oder mein Motto könnte heißen, gemeinsam statt einsam. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Abend und eine schöne gemeinsame Zeit. Bye, bye.